Sehr geehrte Damen und Herren, Mikrofon. Ja, es geht schon. Liebe Freunde der muslimischen Jugend Österreich, Sie werden sich vielleicht fragen, was ein bald 80-jähriger Mann bei einem Jugendverein verloren hat. Eine sehr wohl berechtigte Frage. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber ich fasse sie wie folgt zusammen. Als ich Präsident der islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich war und dabei war, die erste europäische Imame-Konferenz in Graz zu organisieren, kam es dazu, dass ich einige Mitglieder der MIO, darunter die Gründungsmitglieder, die an der Organisation der Konferenz mit mir eng zusammengearbeitet haben, näher kennengelernt habe. Danach gab es mehrere Treffen und intensive Diskussionen, welche dazu führten, dass ich an dieser Organisation meine Vision für eine österreichische islamische Glaubensgemeinschaft der Zukunft in diesem Land und in Europa erkannt habe. Die MIO zeichnete sich den anderen muslimischen Vereinen gegenüber dadurch aus, dass sie multiethnisch, deutschsprachig, weltoffen, kulturell interessiert, sportbetreibend, gesellschaftlich aktiv, demokratisch denkend und demokratisch organisiert und ohne Genderbarrieren. Ja, vielmehr waren ihre weiblichen Mitglieder sehr oft tonangebend und auch bald diejenigen, welche die Führung in der Organisation übernommen haben. Darum begann ich, sie zu fördern und zu unterstützen. Sehr bald fand die MIO ihren gebührenden Platz in der Bundesjugendvertretung und arbeitete mit den anderen Jugendorganisationen des Landes eng zusammen. Von den vielen gesellschaftlichen Aktivitäten der MIO möchte ich heute einige wenige, aber bezeichnende erwähnen. Der Einsatz an Ort und Stelle bei der großen Überschwemmung in Oberösterreich. Der ehrenamtliche Einsatz in Alten- und Kinderheimen. Die Essensausgabe in der Gruft im Monat Ramadan, die Beteiligung einer eigenen Delegation an der Demonstration gegen Terror in Paris nach den terroristischen Attentaten. Ja, sogar war eine Delegation der MIO, die österreichische Fahne schwenkend, gemeinsam mit Vertretern der katholischen Jugend Österreich am Petersplatz in Rom, um die Intronisation des neuen Papstes Franziskus zu feiern. Das habe ich ehrlich gesagt persönlich eine Spur, ja, sehr viel des Guten. Aber das haben sie getan. Sie haben mich nicht gefragt, aber ich habe mich gefreut danach.
Manche wissen vielleicht nicht, dass die MIO sich ein Jahr lang mit dem Antisemitismus durch eine Reihe von Diskussionen, Erkundungen, Veranstaltungen und Publikationen auseinandergesetzt hat. Und vieles mehr. Das kann man, also die Liste ist sehr lang und man kann nicht alles jetzt Revue führen. Die MIO war immer unermüdlich bemüht, ihre europäische Ausrichtung und ihre Loyalität zur Bundesverfassung, zur demokratischen Rechtsordnung und zum geltenden Recht in Österreich durch Wort und Tat zu dokumentieren. Und trotzdem sieht sie sich unqualifizierten Angriffen und Verdächtigungen bestimmter Kreise ausgesetzt. Gerade von diesen Kreisen, die uns Muslime ständig zur Integration mahnen, kommen die unqualifizierten Angriffe gegen die bestintegrierte Gruppe unter den Muslimen. Und gerade diese Kreise versuchen immer wieder, die gute Arbeit der MIO zu stören und Hindernisse in den Wege ihrer gut ausgebildeten Mitglieder zu setzen, wenn es um Arbeit und Karriere geht. Es ist kein Geheimnis, dass die Initiatoren dieser Kreise die wirkliche Integration der Muslime in diesem Land gar nicht wollen. Es sind genau diese Initiatoren, die auf die Spaltung der Gesellschaft und auf die Isolierung und Ausgrenzung der Muslime hingearbeitet haben. Es ist auch kein Geheimnis, dass diese Leute mit der liberalen Rechtsordnung der Zweiten Republik, die das Land zu dem gemacht hat, was Österreich heute ist, gar nicht zufrieden sind. Sie wollten eigentlich die gute Zweite Republik durch eine autoritär regierte, rechtsgerichtete Dritte Republik ersetzen. Ihre Pläne sind vorläufig gescheitert. Wir aber, die MIO und ich, denn als Ehrenpräsident gehöre ich der MIO an, stehen gemeinsam mit allen demokratisch denkenden Menschen in diesem Land. Und das sind Gott sei Dank viele. Wir bleiben auf dem richtigen Kurs. Wir vertrauen auf die gut bewährte Bundesverfassung, auf die demokratischen Einrichtungen und Instanzen der Republik, auf die liberale Rechtsordnung und auf die unabhängige Justiz. Und in diesem Zusammenhang fällt mir eine Aussage ein, die man dem großen Reformator Martin Luther zuschreibt, nämlich, er habe den Mitgliedern des Reichsrates zu Worms gesagt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und ich sage analog: Wir stehen hier, wir können nicht anders. Dankeschön.